Ich wurde in den Krieg hineingeboren, dafür herangezüchtet. Alle denken, sie wüssten, was Schmerz ist. Aber sie haben keine Vorstellung davon. Was ist der größte Schmerz, den du je gespürt hast? Vielleicht der, durch den du mehr Maschine als Mensch bist. Halt! Nein! Stopp! Was? Zum verfickten Teufel! Dale, wieso sind die Visual Effects nicht fertig? Das ist Metallarm! Wir wollen ja hier keinen scheiß Schnurrbart entfernen! Ach, fuck. Ich mach's selber. Ich bin Cable und ich komme aus der Zukunft. Ich jage jeden Scheiß hoch. Piu, piu, piu. Hände hoch, du Schurke! Oh nein, Sheriff Deadpool. Weißt du, du bist ja viel größer, wenn man dich... Halt die Fresse, du kleines Arschloch. Nimm das. Regenerationskräfte aktivieren. Sowas sagt man doch nicht. Schnauze, Cable. Ich hab die Eier, um dir zu helfen. Nicht beißen. Schon fertig? Oh, wow. Das ging unrealistisch schnell. Okay. Hau rein. Deine Zeit ist abgelaufen, du Wichser. Tja. Was Besseres fällt dir nicht ein? Hallöchen, hier sind wir wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Tauchen wir gleich ein und gehen alle Farben durch, die ihr zum gemeinschaftlichen Malen mit mir braucht. Ich habe hier eine ganz normale Leinwand. Nass und zu allem bereit. Gut, nehmen wir unser haariges 5-Zentimeter-Pinselchen in die Hand. Und richtig schön ausschütteln. Alles richtig schön abschütteln. Wir nehmen einen kleinen Tupfer von dem gelben Schnee und das mischen wir mit einem kleinen Tupfer von Betty White. So, und jetzt tanzen wir über einen glücklichen Himmel. Denkt dran, es ist eure Welt. Und ihr könnt die Regeln machen und brechen. Süßes kleines Jesuskind. Ich wünschte, ich könnte da reinspringen und herumtollen in diesen Massen weißen Puders. Ja, high werden durch die Herrlichkeit des Lebens. Gott, ich liebe Kokain. Und wie? Heilige Arschgeige, ich bin zugedröhnt bis in die Lockenspitzen. Okay, male ich mir noch ein paar kleine glückliche Bäume dazu. Spricht nichts dagegen, sich mit Bäumen anzufreunden. Was ihr nicht machen solltet, ist diese Farben zu essen. Ich spreche aus Erfahrung. Gut, und nochmal abschütteln. Sehr schön. Das tut gut. Sieh einer an. Ich glaube, wir haben ein fertiges Bild. Ein Tipp von unserer Familie an eure. Haltet die Hose trocken und die Träume feucht. Und denkt dran, macht einen Bogen um die Drogen. Geschuftet, als dass ich mir von Ihnen... Ach, du willst lieber tot sein? Oh nein, bitte tut sie mir nicht! Willst du mich verarschen? Nein, nein, nicht, nein, nein, nicht mit mir, mieser Wichser. Sofort, halt die Klappe! Hältst du wohl die Klappe?
Brieftasche! Opas wie du haben immer Kohle dabei. Wo ist die scheiß Brieftasche? Gib mir deine scheiß Brieftasche! Wo ist die scheiß Brieftasche? Los, wo ist sie? Dürfte ich bitte mit Layard sprechen? Nein? Okay. Sagen Sie, Wade hat angerufen. Danke. Schicker Anzug. Klappe, Stan Lee. Oh, Kacke. Oh, das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Oh, das ist mehr als nur ein kleiner Kratzer. Ist ja ekelhaft. Oh, tut mir sehr leid. Ich war viel zu lange in der Telefonzelle. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich wohl einfach die Polizei rufen sollen. Tja, ist jetzt auch alles egal. Ich glaube, wir beide übersehen, worum es hier wirklich geht. Warum zum Kuckuck steht da eine Telefonzelle an der Straßenecke? Die Dinger gibt's doch seit 98 nicht mehr. Ich hätte vermutlich einfach mein Handy nehmen können. Meinst du nicht? Oh, Sherry Garcia Eis. Bist du das noch? Du musst jetzt nicht antworten. Ruh dich aus. Eigentlich habe ich sogar telefoniert mit dem Kostümbildner. Sein Name ist Laird. Er hilft mir immer dabei, den Anzug anzuziehen. Keine Ahnung, wie die anderen das immer so schnell hinkriegen. Du wärst vermutlich nicht tot, wenn Logan da gewesen wäre. Das zieht dir auch schon groß an. Wir trinken scheiß Tanktop und eine Jeans. Ja, ich zieh gern Tanktops an. Bisschen schwitzen. Eine nette kleine Verbrecherjagd. Einen fröhlichen Koala-Knuddeltag.